Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Gerade war das Campfire für Patch 1.1.1 wieder mit den beiden Joes und einem neuen Kollegen. Und da waren interessante Sachen dabei, die für Patch 1.1.1 kommen. Extrem viele Änderungen für den Barb, für den Magier, aber auch für die anderen Klassen. Also die haben wirklich jede Klasse angefasst und dort wurden richtige Kennzahlen. Hier wird das hier ein bisschen durchgegangen, das ist alles nicht final, haben sie schon gesagt. Wird alles angefasst, es ändert sich richtig, richtig viel. Ich werde darauf nicht so genau eingehen, weil das A noch nicht final ist und B, die Patch Notes dann nächste Woche kommen. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, wann die Patch Notes erscheinen und wann der Patch an sich kommt. Ich finde es extrem interessant, kann dazu aber nicht so viel sagen, weil ihr wisst, der Lou ist jetzt hier nicht der Profi, der weiß, ah, das ist die Stellschraube und jetzt wird das OP. Es klang auf jeden Fall alles sehr interessant. Vor allen Dingen Barbare, Zauberer, Druide, bei allen wird irgendwas geändert. Und nicht nur die Fähigkeiten und Paragon-Sachen, sondern tatsächlich auch verschiedene legendäre Items und Aspekte und, und. Also viele, viele Änderungen, die erstmal sehr gut klang und man hat was gesagt von Erdbeben, Barbaren wäre spielbar und was ich interessant war, gerade diese Fähigkeiten, die mir auch schon aufgefallen sind, die im Early Game und im Mid Game richtig viel Schaden machen, Flat, aber dann im Late Game halt keinen Schaden mehr machen, weil die nicht mit irgendwas multipliziert werden, soll geändert werden und dann sich später quasi multiplizieren, dass man diese Fähigkeiten auch noch später benutzen kann. Wie zum Beispiel hatten die genannt beim Totenbeschwörer, der um sich herum diesen Knochenwirbel hat, der ja im Early- und Mid-Game wirklich Schaden macht und Gegner besiegt und im Endgame irgendwo in den Nightmare Dungeons halt nur noch als Buff benutzt wird und halt keinen Schaden mehr macht. Wie gesagt, die Notes kommen am 2. August und der Release vom Patch ist am 8. Das heißt, nächste Woche Mittwoch die Notes und darauf die Woche dienstags ist dann der Patch. Später als erwartet, einige hatten sogar gehofft, dass heute Abend schon der Patch kommt. Ich hatte eigentlich gerechnet, dass er nächste Woche Dienstag kommt, aber er kommt jetzt noch eine Woche später dienstags. Wir haben das damit begründet, dass sie noch wirklich viel testen wollen hier an den ganzen Balance Changes und da auf gar keinen Fall einen Fehler machen wollen. Deswegen steht da oben auch die ganze Zeit Not Final. Da wird sich eventuell noch hier und da ein bisschen was ändern. Finde ich aber extrem spannend. Dann haben sie nochmal erzählt, dass die Monster Density, also die Monstermenge in Helltides, in der Höllenflut und auch in den Nightmare Dungeons erhöht wird und haben dazu auch ein Beispielfoto gezeigt. Ich kann das vielleicht mal hier gerade einblenden, so wie es vorher aussah und so wie es dann danach aussah. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, dass gerade in den Nightmare Dungeons, allen Nightmare Dungeons, die Monsterzahl hochgeht. Man hat aber durch die Blume gehört, dass es da Probleme gibt, weil halt PlayStation 4 noch supportet wird und schwächere Konsolen und schwächere PCs. Und man da halt aufpassen muss, dass die nicht überfordert werden, weil man dann sonst eine Slideshow hätte und es dann halt nicht besser wird. Finde ich schade, dass das so ein Problem ist. Wenn ich mir vorstelle, es wäre jetzt nur für Next Gen gekommen und dann hätten wir viel mehr Monster auf einem Haufen. Und dass das dann der Grund ist, wieso, also dass dieser Flaschenhals ist, dass wir weniger Monsterdichte haben, finde ich ein bisschen schade, aber gut, schauen wir mal, wie es dann wird, wenn der Patch draußen ist. Dann wurde gesagt, dass es ein Problem gibt, dass Bosse und vor allen Dingen Schatzgoblins keine legendären Items droppen zu 100%. Ich habe öfter mal Schatzgoblins, die kein legendäres Item geben. Das wird geändert. Schatzgoblins ab Level 15 werden zu 100% ein legendäres Item droppen. Und Bosse wie der Butcher und normale Bosse in den Dungeons werden auch zu 100% Legendaries droppen. Ich habe es nicht so ganz verstanden, weil sie was von Weltstufe 3 und 4 gesagt haben und Monster Level 35, was irgendwie nicht so ganz zusammenpasst. Deswegen entweder Level 35 der Bosse oder ab Weltstufe 3 und 4. So richtig habe ich es nicht verstanden, was sie da gesagt haben. Wie ich immer sage, das Campfire ist wirklich nicht straight
Ihr kennt die Amerikaner, die quatschen dann auch ein bisschen um heißen Brei herum. Ist ein bisschen schwierig, da die genauen Infos rauszubekommen, aber genau werden wir es natürlich in den Patch Notes sehen. Aber wichtig zu wissen: Bosse und Schatzgoblins werden zu 100% legendäre Items droppen. Das finde ich sehr gut. Wie gehabt, die Kiste wird einen Tab mehr haben. Könnt ihr mit Gold kaufen, wird dann wahrscheinlich 1 Million kosten. Ein Kistentab, ja. Ich hatte heute im Stream mal philosophiert, dass es sein könnte, diese Limitation, weil die Sachen auf dem Server liegen und das Geld kosten würde, wenn es mehr Kisten geben würde. Wenn jetzt jeder Account 2, 3, 4, 5 Kisten mehr hätte, würden die Informationen alle auf dem Server liegen und das kostet Geld. Vielleicht ist das ein Grund, wieso wir nicht mehr Kisten bekommen. Finde ich sehr schade. Eine andere Idee, die ich hätte, oder die wir hatten, war, dass jeder Charakter seine 2, 3 eigenen Kisten bekommt. Und dann gibt es noch 2 Kisten, die accountweit sind, wo man dann quasi hin und her tauschen kann. So kenne ich das zumindest auch von anderen MMOs und anderen RPGs. Ja. Die 40% geringeren Kosten bei den Respecken, die bleiben natürlich auch. Die kommen auch mit 1.1.1. Und der Teleport, hatte ich ja letztes Mal auch schon gesagt, der auf 5 Sekunden erhöht wurde, wird wieder zurück auf 3 Sekunden verringert. Da hat die Community sich beschwert, kann ich gut verstehen, ist eigentlich total nutzlos, wenn man sich überlegt, 1 Million Spieler und 1 Million Spieler müssen mehrmals am Tag 2 Sekunden warten. Das ist so viel Zeit in Summe. Das ist für mich persönlich zwar nur vielleicht am Tag 1 Minute insgesamt an mehr Zeit, die ich warten muss zum Porten, aber gesehen auf die ganze Welt ist das extrem viel Zeit und die haben selber eingesehen, dass es eigentlich eine unnötige Erhöhung war. Ich weiß auch nicht, wer da die Idee hatte, ey, lass mal das auf 5 Sekunden ändern. Meiner Meinung nach total unnötig. Und die allergrößte, Skoppel, das geht raus an dich. Die allergrößte und geilste Änderung: Es wurden Affixe von den Nightmare Dungeons, also Malus-Affixe, entfernt. Unter anderem Ressourcen verbrennen. Das wurde entfernt und das freut mich eigentlich am meisten vom ganzen Patch. Mir ist diese ganze, also die könnten alles weglassen, das ist das Beste von allem. Wir haben heute Nightmare Dungeons gemacht, ich habe glaube ich 5 oder 6 weggeschmissen, weil Ressourcen verbrennen dabei war. Es ist einfach mit manchen Klassen nicht möglich, die auf Ressourcen gehen, wie zum Beispiel der Druide mit Pulverisieren, was ich ja spiele. Es ist nicht möglich, diese Dungeons zu spielen, weil man einmal getroffen wird und die Ressourcen sind komplett voll. Wenn man in einem Balg ist zwischen mehreren Gegnern, du kriegst die Ressourcen nicht mehr voll und kannst im Prinzip nichts mehr machen. Ich bin sehr froh, dass Ressourcenverbrennen jetzt weg ist. Und das war es im Großen und Ganzen. Noch dazu sei gesagt, die Änderungen zu den legendären Items und zu den Aspekten und so betreffen nur neue Items, also neue Items, die fallen. Die Items, die ihr schon habt, die bleiben so, wie sie sind. Nur wenn ihr das neue Unique bekommt, das wird dann die geänderten Stats haben. Sie hatten einen Hammer gezeigt vom Barbaren, der jetzt erhöhte Crit-Schaden hat, von 24 hoch auf 31, glaube ich. Aber es gab auch andere coole Änderungen bei legendären Items. Timuriti zum Beispiel hat einen richtig krassen Buff bekommen. Das ist mir in Erinnerung geblieben. Hier sieht man gerade auch, Druide kriegt auch verschiedene Buffs. Allgemein haben sie gesagt, dass alle Klassen die Standard-Basisattacken mehr Ressourcen geben sollen. So auch beim Druiden. Das heißt, der Spike haben wir gerade gesehen, geht hoch von 11 auf 13 und so durch die Bank weg bei allen Klassen. Finde ich ganz, ganz cool. Dann bleiben wir gespannt, was am 2. in den Patch Notes noch genau drin steht. Da werde ich auf jeden Fall auch nochmal ein Video zu machen, ob da vielleicht nochmal was Neues zukommt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne ein Follow auf den Kanal dalassen. Würde mich sehr über ein Like freuen, Leute, und sage bis zum nächsten Mal. Haut rein.